das Ganze aus, oder? Ist er noch im Flugzeug? Der fährt ja jetzt irgendwann weg, oder? Ist eh wurscht. Servus Leute, wir sind wieder back. Heute nach 1,5 Jahren der zweite 130 km/h Versuch mit dem Louis Maxi. Schönen Kling steckt noch fest, der ist irgendwo über die Wolken, da kommt dann einer da hinter der Kamera. Sind auch noch zahlreiche wichtige Leute vorhanden, Tagstrecktere, Buffalo Wings. Buffalo, warst du beim Roten Kreuz oder beim Bundesheer? Passt, das ist perfekt. Ja, da haben wir einen Rotkreuzler auch dabei, weil der Jason King, der wird erst kommen und ist ja irgendwo mit Asphaltausschlag auf der Straße liegt. Deshalb, Burschen, was sind eure Einschätzungen, was sagt ihr? Wir haben letzte Woche schon das Vorbereitungsvideo online gestellt, gell? Machbar, gell? Wir sind 112 km/h gefahren, noch nicht voll ausgeraut. Jedenfalls sind wir damals 100, wie viel? 127 km/h gefahren. Das ist sie leider nicht ganz ausgegangen mit den 130. Wir haben ja einige Erneuerungen gemacht. Das kennt sich alle im Video auch schon von letzter Woche, was alles seit dem letzten Mal anders ist. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal die erste Probefahrt, oder? Schauen wir mal, was am Tacho steht. Und dann werden wir schauen, ob wir noch Adjustierungen brauchen. Ich glaube, ein bisschen was werden wir vielleicht noch nachmachen müssen, gell? Ein Zahnsonder dazu. Ja, wir haben noch ein paar Möglichkeiten. Aber jetzt schauen wir mal, ob die Übersetzung überhaupt zum Austragen geht. Vielleicht müssen wir auch wieder eins oben übersetzen. Schauen wir mal, wie beim letzten Mal. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt ein Let's Go. Der Wind drückt so arg, das ist abnormal. Aber es wird wieder noch nicht ausgeraut ganz. Geht's los? Und hupfen dort irgendwas auch so arg, Alter. Echt? Aber ich wurscht, jetzt riskieren wir es einfach, oder? Ja. Vielleicht funktioniert es ja beim ersten Mal. Thank you.
alte Benzinproblem. Das alte Benzinproblem ist das wieder. Echt? Ja. Wie viel haben wir denn jetzt drauf? 100 Die Sache ist die, dass dein, das Kalte muss wirklich schön kalt sein. Ja, was das ist wieder das, dass ich einfach keinen, dass ich nicht Vollgas geben kann, weil es sonst zu eng gespritzt hat. Ich sag dir, du hast einen langen Anlauf, du bist da unten, bergab bist du schon so schnell. Nachher, oder? Glaubst du nicht, dass das... Ja, vielleicht braucht man den eh nicht, ja. ...weniger Anlauf gescheiter war. Zumindest da oben zu und auch nicht Vollgas geben. Weißt du, dass ich einmal mit einem Schwung da oben rauskomme? Und dann, wenn's flach wird nachher, dass ich dann richtig... Der Zahn tut es locker. Das da raus dran bis zum geht nicht mehr. Ich glaube, dass es fett ist, ehrlich gesagt. Weil beim Wegfahren, wenn das nicht gescheit Gas annimmt. Hä? Das sehen wir gleich. Das ist eh so lange auf Vollgas gerannt jetzt. Das ist gar nichts. Das schaut ganz komisch aus. Das ist blau. Let's go. Also, wir werden das jetzt nochmal probieren. Wir haben jetzt Sprit voll auftanken. Wir werden die Strecken ein bisschen anders da wählen. Wahrscheinlich fahren wir ein bisschen, wir fahren gleich weg, aber ich beschleunige da, aber einfach nicht so wild und lasse oben nur drüber rollen über die Kuppen. Oder? Dann fühlt es sich eh wieder normal. Und dann drehen wir oben so auf der Geraden richtig aus. Dann muss das funktionieren, oder? Wenn sich wer beschwert, dass wir bergab und bergauf und was weiß ich was fahren, so ist die Landschaft. Mach's mal fast 130, mach's mal nicht. Oder? So ist das Leben. Was ist da schon wieder los? Ding, Alter! Jetzt soll ich gar nicht mitgehen. Was? Königlicher Besuch hier, da wieder! Ja, wer bist du? Der Prüfer, Pablo! Was tun wir heute eigentlich? Ja, wir sind gerade kurz vor dem Seitenversuch jetzt. Wir haben jetzt das nochmal niedergesetzt zum Regenerieren. Ich war eigentlich schon gesagt, ich bin gerade in der Gegend gewesen und habe ein ganz lautes Maxi gehört. Da haben wir gedacht, das kann nur die Louis Vuitton sein. Wieso? Das stimmt, das lauteste über ganz Amerika. Ich habe jetzt einen Versuch gestartet, dann würde ich sagen, Mr. Mo von Jason King ist hier. Es geht um die 130 km/h. Wird dieser verrückte Rivens das schaffen oder nicht? Stopp mal! Erster Versuch, anscheinend so mittelmäßig. Ja, leider. Wie geht's weiter? Was habt ihr jetzt gemacht noch? Wir haben jetzt einmal richtig aufgetankt, weil der Sprit ist immer. Ich hab auf der Geraden nicht Vollgas geben können. Das ist schon ein Spritlabel. Was steht da bis oben draht? Ja, ich hab sogar wieder Retourschrauben müssen, ein Stückchen, weil sonst. Ja, kenn ich gut. Also Leute, es wird spannend. Gleich geht's los. Der holt sich noch ein bisschen, der Werksmechaniker von Dax Factory. Der hat jetzt gerade noch wahrscheinlich seinen Masterplan im Hirn. Der Büffel steht daneben und schaut einfach mal zu. Und euer Mr. Mofa Jason King wird diesen zweiten Versuch jetzt für euch moderieren. Es wird voll geil werden. Also, freut euch drauf. Das wird ein Hammer. Das geilste Video 2023, Alter. Freut euch drauf, jetzt geht's los!
Oh, es ist ein wunderschöner Tag, wir nutzen das aus und schaut mal, wer neben mir steht jetzt da. Wir sind da schon bereit. Auf der Straße. Rivens jetzt der zweite Versuch. Ja. Wie schaut's aus? Ja, ist schon gut aus. Also so schönes Wetter haben wir eigentlich noch nie gehabt, gell? Jetzt muss mein Helm da ein bisschen. Ich kann mich erinnern, bei anderen Tests vor euch habt ihr eher schlechte Bedingungen gehabt. Ja, beim ersten Mal Regen, beim 130 km/h Versuch, beim letzten sogar Schnee und Riesel, nicht auf der Straße. Jawohl. Ja. Jetzt habe ich mir gedacht, wenn es schön ist, komme ich auch her. Ja. Der Asphalt ist schon schön warm, der hat sicher schon über 30 Grad. Glaube ich auch. Wie viel Grad hast du schon in deiner Blutbahn? Ja, ich koche. Du kochst schon richtig. Wir warten jetzt nur mal aufs Begleitfahrzeug. Ja. Und zwar, die kommen jetzt auch gleich. Ja. Ich habe jetzt noch die Reifenfolie aufgemacht. Also ich bin gespannt, was macht der andere. Na, hoffentlich kein Raffenblotzer, Alter. Da ja. Geht's ganz schön dahin. Unser Kamerakind, die Schacki, steht auf der Strecke vorn beim Zieleinlass, sozusagen. Die hält die an. Ich werde das Ganze für euch da draußen moderieren. Ich sitze hinten im Auto drin und wir fahren da nachher und schauen, was der Riven so macht. Und jetzt geht's dann gleich los. Jawohl. Ich habe eigentlich nur auf dich geschaut. Wie hat es sich angefühlt? Ich darf noch nichts herzeigen. Aber es schaut ziemlich brutal aus. Ja, wie schaut es aus? Ich bin mir eigentlich sicher, dass sich das ausgeht. Dax hat dich gerade aufgenommen. Was? Hat das gerade real gemessen? Ja. Na, ohne Spaß? Na, Alter, wir sind. Da halt drauf einmal die Kamera. Ja. Okay. 132,9, Alter, jawohl, hab ich gesagt, das geht so aus, Alter. Alter, es geschafft, Alter, schaut sich das an. 132,9. Alter, mach das mal einmal da, gell. Das müssen wir sehen. Da, Aufnahmedatum 29.07.23 um
11:01. Ich sag's euch, Alter. Perfekt. Alter, das war jetzt wirklich wieder. Das war wirklich geisteskrank. Da unten in der Kurve, also den leichten Knick, Alter, habt ihr gesehen, da haben wir in die andere Richtung lernen müssen, kurz einmal. Alter, du hast geplattert. Hab ich geplattert? Ja, komplett. Erstens mal müssen sie einen Snoozen auf, weiter aufgetouren für Interviews, ja. Für die Interviewanfrage. Ja. Wie war's? Wie fühlt sich das an? Es fühlt sich extrem brutal an. Nein, es ist aber echt nicht lustig. Also das ist echt. Ja, wir haben vorher sich schon kurz unterhalten, wo ich schon gesagt habe, wenn ich mit meiner türkisen Vollgas wo im Berg runterfahre und dann noch ein bisschen schneller wäre, ja. Da rattert es schon ordentlich. Aber da sind wir noch lange, nicht einmal über 100 km/h. Wie ist es jetzt mit den Hunden? Du hast ja schon Erfahrung. Ja, warst diesmal ist es noch brutaler? Es war viel brutaler. Es waren ja nochmal eigentlich 5 km/h mehr wie beim letzten Mal. Das Moped ist auch nicht mehr so neu wie es beim letzten Mal noch war. Das hat alles vibriert und merkt man. Wie Unwucht die Reifen. Merkt man diese 5 km/h noch? Ja, ja, weiß ich nicht. Ja, anscheinend schon. Aber es ist halt generell ein bisschen es anders. Es kommt halt auf die Bedingungen an. Wir haben jetzt immer andere Bedingungen gehabt. Das ist irgendwie schwarz am Sonn, das Ganze. Ja, nein, war brutal auf jeden Fall. War Alter, richtig geil. Mega geil, ich sag's. Mache ich erst wieder 1,5 Jahre, glaube ich. Weil würdest, du, so wie bin ich nicht. Würdest du das empfehlen? Nein, auf keinen Fall. Macht es das nicht auch. Ich glaube, wir sind schon viel Maxi gefahren und viel Moped gefahren, dann kann man das machen. Oder normale Mopedfahrer werden es auch ab und zu probieren. Aber jetzt gerade auf das aussetzen und das jeden Tag einmal 130 fahren, ist glaube ich nicht gesund. Da geht sicher irgendwann einmal was schief. Man braucht schon ein bisschen Legendenstatus, um das Ganze zu machen. Genau. Deswegen war Mr. Mofa auch mit dabei. Ja. Gibt es noch Abschlussworte? Abschlussworte, ja. Ich freue mich, dass ihr es wieder alle angeschaut habt. Bitte teilt es wieder so oft wie möglich. Wir brauchen wieder mal einen kleinen Push auf unseren YouTube-Kanal. Wir geben sie da immer sehr viel Mühe. Schon einen Flug bucht, ich schleiche mich jetzt dann wieder. Ja. Mir war das jetzt eigentlich zu viel Action da, das Ganze. Ja. Na gut, King, dann nochmal danke, dass du da und warst. Danke, dass das ganze Team da war. Alle nochmal filmen gehen. Ohne die alle darf man das sowieso. Rezessionsfahrer, Kamera ging. Tausenden Leuten die anderen.